Sei gegrüßt und willkommen zurück zum vierten Punkt heute aus meiner Countdown-Liste bis zum 31.12. zur Vorbereitung von 2022, deinem besten Jahr, wo du das meiste rausholst. Was dafür notwendig ist, kriegst du gleich zu hören. Ganz wichtig für mich ist das Thema Zeit. Zeit, darum geht es heute in diesem Video. Und Zeit ist für mich das Wichtigste, was man eigentlich hat. Das einzige Gut. Die einzige Kontrolle, die ich habe über mein Leben, ist jetzt in diesem Moment. Und das ist auch das Einzige, was ich nicht mehr zurückbekomme. Kann ich zurückverdienen, ich kann mir Dinge zurückkaufen, ich kann mir meine Partner suchen, die zu mir passen, aber ich kriege meine Zeit nicht mehr zurück. Ich kann meine Vergangenheit nicht rückgängig machen. Ich kann mich darin reinversetzen, aber ich bekomme diesen Moment nicht wieder zurück. Daher ist es unerlässlich, dass du dich damit beschäftigst, wie du deine Zeit managst. Und darum geht es in diesem Video. Wir haben es leider nie gelernt, weil wir von klein auf in eine bestimmte Schublade gesteckt wurden. Uns wurde gesagt, zu der Zeit gibt es das und das. Essen um die Zeit, Frühstück, Schule, Studium, Arbeiten, Mittagessen, Arbeiten, Hausaufgaben, Diplomarbeiten. Schreiben, abends mit dem Zeitpunkt ist Fernsehen angesagt und dann um die Zeit, um abends, wenn du müde bist, gehst du ins Bett, spätestens um 10, sagen wir mal. Also wir wurden von Anfang an, von klein auf dazu konditioniert, einen bestimmten Tagesablauf zu leben. Dann wiederum, wenn du dich beschäftigst damit, ich glaube, es kommt aus der astrologischen Sicht, aus der astrologischen Richtung, wenn du mal überlegst oder wenn du weißt, wann du an welchem Tages zu welcher Tageszeit du geboren bist, zu welcher Uhrzeit, dann liegt vielleicht um diese Uhrzeit herum dein größtes Potenzial oder deine größte Energie. Die Energie ist da bei dir am höchsten zu dieser Tageszeit. Deswegen gilt es festzustellen, da habe ich auch lange gebraucht, dass ich meistens, auch weil es ruhiger ist nachts, und ich bin mitternachts geboren, dass ich zu diesem Zeitraum, um diesen Zeitraum herum, in dieser Zeitspanne, in diesem Zeitfenster eigentlich immer am besten vorankomme, die besten Ideen habe, die besten Einfälle und dann wirklich bei mir bin und nicht irgendwie im Stress, im Druck, im Mangeldenken, im Saus und Braus lebe und von der Außenwelt beeinflusst werden kann. Nein, da bin ich wirklich bei mir. Und deswegen als allererster Tipp hier: Teste doch mal aus, zu welcher Tageszeit, unabhängig davon, was du momentan gerade für einen Rhythmus lebst, probier doch mal aus, wann du dich am fittesten fühlst, wann du dich am geistig klarsten fühlst, wann die Ideen kommen. Und schreib es einfach mal auf. Schreib dir einfach mal die Uhrzeit auf und einen kleinen Stichpunkt. Mach dir einen Stichpunkt daneben, wann und was für Ideen aufkamen. Das zum einen. Dann ist es auch ganz erheblich wichtig, dass du verstehst deinen Körper, deinen Geist und deine Seele in deinen Zeitplan, in deinen Tagesplan mit einzubauen und nicht einen dieser drei Teile zu vernachlässigen. Denn ein Heiler oder eine Heilerin hat mal gesagt, dass Krankheiten entstehen nur, wenn du, also ich rede jetzt von körperlichen Symptomen, wenn diese Körper, Geist und Seele Balance nicht mehr existiert, wenn da eine Disharmonie besteht und eine Disbalance, wie man es auch aus dem Sportbereich nennt. Wenn ich den ganzen Tag nur meinen rechten Arm trainieren würde, dann würde der linke Arm verkümmern. Und dann kennst du vielleicht diese Karikatur aus einem der Asterix-Bücher. Ich glaube, es ist bei den Olympischen Spielen, wo so ein Grieche, so ein Speerwerfer ist, der immer nur seinen rechten Arm trainiert hat. Und ja, der Linke ist total verkümmert, aber er kann nur mit rechts werfen. Und ja, irgendwann wird er natürlich auch Schmerzen verspüren in seiner Wirbelsäule, in seinem kompletten Apparat, in seinem System, weil eben dieses Ungleichgewicht herrscht. Und deswegen sei dir bewusst, es liegt mir sehr am Herzen, weil es der Einstieg ist in die Selbstwahrnehmung, in die Heilung dir selbst ist, wenn du anfängst, deinen Körper mit mehr Liebe zu behandeln. Und Liebe heißt, dass du ihm Ruhepausen gönnst, dass du ihm gute Nahrung schenkst, dass du maximal deinen Stress reduzierst, dass du nicht mehr
in Angst lebst, dass du Liebe erlebst, dass du dich wohlfühlst. Und wenn dieses körperliche Wohlbefinden einsetzt, dann wird auch davon dein Geist und deine Seele profitieren. Und sei dir dem bewusst, dass es darum geht, diese Balance zu halten. Mach Ruhepausen. Wenn du viel intellektuelle Arbeiten verrichtest, dann mach mal auch mal deinen Computer zu, mach ein Buch zu, geh einfach mal raus in die Natur. Da ist für mich die meiste Inspiration und die meiste Erholung möglich. Und schau dir die Vögel an, schalt einfach mal ab, lass die Seele baumeln und dadurch erfährst du Frieden und neue Ideen, neue Kraft. Das war's.